Hallo, herzlich willkommen zurück zu Harvest Moon, deine Tierparade. Und ich habe wieder mal alles erledigt und wir haben sogar Blumen geerntet. Und darum wird der Part heute wahrscheinlich heißen. Stolper über Zunge. Wird der Part heute heißen: Lass Blumen sprechen. Ja, Blumen sind ja eine feine Sache. Man kann ja auch Parfüms und sowas damit machen. Allerdings müsste ich erst googeln, welche Blumen am besten zusammengetan werden, damit man ein vernünftiges Parfüm draus kriegt und nicht nur ein normales oder so. Ja, und ja, Chopper hat natürlich wieder sein Fell. Allerdings hat er heute komischerweise keine Milch gegeben. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich ihn erst nach dem oder vor dem Scheren, weiß ich nicht. Normalerweise gibt er alle 4 Tage, so wie er Wolle kriegt, eigentlich auch Milch. Aber vielleicht habe ich den noch was später gemolken oder so, nach dem Scheren, keine Ahnung. Und darum lasse ich das jetzt einfach mal so im Raum stehen. Ja, es ist 8 Uhr Sonntag, was ziemlich blöd ist. So, dann wollen wir noch mal sehen. Ich versuche es mal mit einer Chrysantheme bei Linda. Guten Morgen. Okay, sie mag Blumen, aber die jetzt nicht übermäßig. So, dann schenke ich dir mal eine Cosme. Guten Morgen. Ja, findet sie auch schön. Hätte ich mal besser Kräutertee geschenkt, den findet sie nämlich noch besser. So. Okay, ich glaube nicht, dass er ein Blumenfreund ist. Darum kriegt Heiko einfach wieder eine Auster. Meeresfrüchte schwärmt er ja total für. Und warte mal, Lil, den habe ich doch auch geerntet. Mondtropfen. Keine Lil. Okay, habe ich mich scheinbar vertan. Die schenke ich nix. Grüntee für Tobi. Und für Pascal eine Auster. Ja, sonntags ist dann ist ja in der Harmonika sozusagen der Tag, wo alles geschlossen ist. Da muss man gucken, dass man die Leute draußen antrifft. Rosamuschel und eine Venusmuschel. Ich hoffe, dass das Mikro funktioniert. Aber es hat ja beim letzten Mal auch geklappt. Also wird es jetzt auch wieder gehen. So, mal schauen. Obwohl das Ocarina Gasthaus, ob das vielleicht auch. Oh, schön, es hat offen. Oh, Carina Gasthaus hat offen. Ja, für die Kürbisse gestern habe ich so um die 2000 irgendwas bekommen. Heute habe ich auch wieder ein bisschen Geld verdient. Wo ist Yolanda? Yolanda. Nirgendwo Yolanda? Warte mal. Gucken, vielleicht ist er hier irgendwo. Kein Yolanda. Hier ist Yolanda. Ja, Yolanda, meine Gute. Ich habe hier etwas für dich. Ja, wo ist es denn? Da, Grüntee. Bitte schön. Ein schönes Geräusch habe ich gerade gehört. Ich würde es gerne noch einmal Hilfe nehmen. Ich überlege, die Arbeit als Chefkoch abzugeben. Aber bis dahin ist noch eine Weile hin. Apropos, ist euch das aufgefallen hier? Schaufel und Kehrbesen. Ja, sowas fällt einem auf. Im Herbst haben sie hier schon die ganzen Pflanzen reingeholt. Manche holen die ja auch immer rein, damit sie nicht frieren. Was haben wir hier? Kuchenteig. Also Reisball, Kuchenball, Gemüsesandwich, Eiersandwich, Thunfischsandwich, Pilzreis, Süßkartoffelreis,
Reis mit Kastanien, Reis mit Aal, Reis mit Thunfisch, Pilzsuppe, Gemüsecurry, gedämpfter Eistich, Ratatouille, gekochte Spinat, Käsefondue, Käseomelette, gebratener Reis, gebratener Meerreis, gebratener Lachsreis, Kürbiskroketten, Kürbisstrudel, Kastanienstrudel, Blaubeerstrudel, Brombeerstrudel, Pizza, Meeresfrüchtepizza, Meeresfrüchtegratin, Pilzgratin, Pilzauflauf, Eiersoba, Tempura-Soba. Warte mal, so, gibt's da nicht irgendwo nur Soba? Komisch. Warte mal, was mal hier? Melonsaft, Apfelsaft, Brombeersaft, Himbeersaft, Preiselbeersaft, Gemüsesaft, Tomatensaft, Karottensaft, heißer Kaffee, heißer Kakao. Ja, hier kann man natürlich auch Rezepte kaufen, aber wofür gibt's Internet? Kann man alles selber rausfinden. Ja. Entschuldigt, ich bin gerade ein wenig müde. Nicht, weil es mich langweilt oder so. Einfach bloß, ich weiß nicht, beim Let's Play werde ich immer müde. So. Dann schauen wir doch mal beim Zauberer vorbei. Da ist er, der Zauberer. Hier, heiße Gaffi, for you. Oh, guten Morgen. Oh, das ist wunderschön. Danke, ich freue mich sehr. Ja, der hat ja auch schon, ich glaube, 2 Herzen oder so. Ja, Aber am wichtigsten ist eigentlich Olli. Wir müssen Olli rumkriegen. Weil wir wollen ja Kinder kriegen und dazu müssen wir erstmal verheiratet sein. Und ja, um verheiratet zu sein, müssen wir denen ja auch einen Antrag machen. Und um das zu machen, müssen wir erstmal genug Herzen haben, damit wir das Event mit der blauen Feder auslesen können. Ja, eine blaue Feder, was hat es damit auf sich? Die unter euch, die vielleicht noch nicht Harvest Moon gespielt haben, hier macht man... gibt es keinen Verlobungsring oder so, wo man jetzt sagt, oh, willst du mich heiraten? Nein, hier muss man eine blaue Feder demjenigen schenken, den man heiraten möchte. Und wenn er genug Herzen hat, dann sagt er, ja, ich will. Und dann gibt's, ich weiß nicht, ich glaube, war es am nächsten Tag oder eine Woche später oder irgendwie so, ja, dann wird geheiratet. Ja. Und dann muss man genug Herzen haben, damit man über Kinder spricht. Und dann wird man plötzlich schwanger von nur nebeneinander im Bett liegen, ja. Für diejenigen unter euch, die es noch nicht wussten, nebeneinander liegen, das reicht auch schon aus, um schwanger zu werden in Harvest Moon. Ach ja, nee. Natürlich gibt es solche sexuellen Anspielungen nicht wirklich, also nicht wirklich. Es gibt zwar Kinderkriegen, hier kann man sogar 2 bekommen. Und auch das Geschlecht bestimmen oder sich überraschen lassen, je nachdem, wie man die Einstellung da wählt. So, jetzt muss ich hier nochmal mit Piet reden. Guten Morgen. Ich habe gehört, bla 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 und so weiter und so fort. Ich habe mich voll gefühlt. Warte mal. Blaue Blume, blaue Blume, blaue Blume. Waldmeister, bitteschön. Ha! Jawoll! Das war's. Der Waldmeister kommt. Hallo, Tita. Oh, ist das etwa... Das ist doch nicht... Vielen Dank. Du hast sie extra gesucht. Wie schön. Sie sind wirklich wunderschön. Und sie passen so gut zu ihr. Ohohohoho. Okay. Hallo, ihr beiden. Was ist los? Oh, hallo, Mira. Hallo, Pastor. Das sind aber schöne Blumen. Hier, für dich. Also, weil deine Blumen immer blau sind. Ja, das war jetzt irgendwie ein bisschen falsch gewählt, die Wortwahl. Du bist aber komisch. Vielen Dank. Die sind wirklich schön. Mein Mann liebt blaue Blumen.
Ach so, deswegen mochte sie die. Ach so? Er freut sich bestimmt, wenn du sie an sein Grab legst. Das stimmt. Vielen Dank. Es ist einfach das Schönste, nur ihr Lächeln ins Gesicht zu sehen. Tita, vielen Dank. Bitte nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Oh, wir bekommen noch was. Rezept für Gemüsesaft bekommen. Rezept für Vitaldrink bekommen. Aha, okay. Also, wenn ihr ihm die blaue Blume besorgt, dann bekommt ihr zwei Rezepte. Ja, ich bin enttäuscht. Man merkt es mir an. Dam, di dam, di dam. Ach ja. Also, wenn ich mich recht entsinne, wird hier auch noch irgendwie ein Event ausgelöst. Toms Grab. Gräber früherer Bürgermeister. Marys Grab. Tiergrab, also okay. Irgendwas mit dem Vogel ist hier dann und ja. Ich habe da sauschlechtes Gedächtnis. Also ich weiß gar nicht, wie man sich manche Sachen hier im Spiel überhaupt mitkriegen soll. Man müsste jeden Tag alles um jede Uhrzeit abklappern und das geht ja irgendwie nicht, ne? So, Abfahrt, okay, Richtung Gamone-Mine. Wir wollen ja unseren Schatz auch beschenken. Unseren Olli. Ja, im ersten Winter verheiratet, das wäre schon was. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe hier heute sogar von den Blümchen, die wir hatten, habe ich einmal das Gelee Royal dabei gehabt. Dann habe ich noch ein paar Kürbisse geerntet und sogar zweimal edle Mayonnaise herstellen können. So, dann halt die Blümchen und so. Habe ich dann auch gleich noch ein paar neue gepflanzt. So, hier die Pilze einsackeln. Dann hier rein. Da, bitteschön, Clary, eine Sonnenblume für dein sonniges Gemüt. Fällt mir ein, ich müsste eigentlich, ich glaube, Elena heißt die, die auf der Farm, auf der Tierfarm da immer ist. Die liebt ja auch Sonnenblumen. Die wollte ich auch demnächst mal mehr beschenken. Gekochtes Hühnerei, bitteschön, Olli. Guten Morgen. Ah, ich liebe dich ja auch. Ach, warte mal, kurz gucken. So, Herzilein, du musst nicht traurig sein. Die Tita lässt sich nicht allein und wir haben immer noch 8 Herzen bei Olli. Da müssen wir noch einiges tun. Und ja, einiges tun, das könnte aber noch etwas dauern. Weil man jeden Tag leider nur ein Geschenk machen kann. Ja, ein Geschenk geht es nur pro Tag. So. Und da das ein Part ganz im Zeichen der Blume ist. Wo sind denn die Scheiße? Da sind die Rosen. Bitteschön. Rosen sind rot. Veilchen sind blau. Ach, oje, werd bloß nicht mein Mann. So, und.
Ihr schenke ich hier mal die Waldmeisterblume. Hallo. Oh, wie schön. Das gefällt mir besonders. Vielen Dank. So, ja, nun wissen wir, dass sie Waldmeister sehr, sehr gerne mag. Mondtropfen sind, glaube ich, für den Bürgermeister, aber ich bin mir da jetzt nicht so ganz sicher, weil das ja halt... Es könnten auch Cosme oder Dings gewesen sein. Pia, ich glaube, die mag gar keine Blumen, die mag Erze, Gold, Silber, also alles, was so aus der Mine stammt. Oh, was haben wir hier? Eine kurze Szene. Vielleicht hat sie bessere Sachen da. Willkommen, wir haben einen neuen riesigen Kühlschrank im Angebot. Du kannst noch viel mehr als zuvor hineintun. Er ist ein bisschen teuer, aber sehr praktisch. Möchtest du einen? Guck mal, da ist Kati auf den Zeitschriften, die vor ihr liegen. Ja, einen großen Kühlschrank, das wäre ja prima. Also, da könnten wir ja endlich mal unsere Lebensmittel unterbringen. Ja, Rassel brauchen wir noch nicht. Hier Töpfe haben wir schon, Bücher nicht unbedingt. Hier Maschinen haben wir schon. Warte mal. Wo? Muss ja hier irgendwo sein. Tastentelefon, Poppys. Mal gucken. Ich habe ja immer ganz gerne das hier genommen. Oder das hier. Natürlich kann man, je nachdem, was man mag, auch andere Sachen nehmen. Ölheizung, wofür die gut sind, also ich weiß echt nicht. Die Ölheizung hat kein offenes Feuer, ist deswegen hintgerecht. Ja, ich weiß echt nicht, ob das jetzt im Winter irgendwas bringt oder so. Keine Ahnung. Also man muss sich nicht. Oh, Fernseher, stimmt. Ich habe noch gar keinen Fernseher. Kühlschrank. Das ist aber nicht rot, das ist ja orange, rosa gewesen. Das ist weiß, aber guck mal, das ist doch kein Rot. Das ist pink. Ja, der weiße... Das sind dann halt die Nummer kleiner. Ich würde mal sagen, hier so einnehme ich. 3... Okay, dann nehmen wir mal einen normalen, klassischen Fernseher, damit wir mal einen haben. Und den mittelgroßen, weil L ist noch nicht groß, glaube ich. Ich glaube, bis 20 Zutaten oder so. Ist der größte? Nee, ist egal. Auf jeden Fall gibt es, glaube ich, immer 3 Größen. Oh Gott, wir sind schon wieder so arme Leute. Oh, ist das schrecklich. Oh, Blümchen haben wir nicht, aber Pilze sprießen hier. Dann werden wir gleich mal nach Hause rennen und den Kühlschrank aufstellen. Wobei ich sehe gerade, der Part ist schon wieder viel zu lang. Also stellen wir den nächsten Part auf und ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei und schaut zu. Bis dann sage ich Tschüssi, eure Tita Kenshi.